Herzlich willkommen zurück und ja, hier bei Mass Effect Andromeda und ja, ich gehe gerade so ein bisschen über die Tempest. Oh, mein Nomad steht ja wieder unten, cool. Ja, reden mit den Leuten und dabei fiel mir auf, dass diese Tür hier zu ist. Wir gehen also da mal rein, denke ich, warum der Mauszeiger da in der Mitte ist, na, mal schauen, ob er gleich weggeht. Um mal zu gucken, was das für ein Video hier drin wird. Selbst wenn ich sie finde. Ist Ihnen eigentlich klar, was Sie das kosten wird? Ja, und ich halte mein Wort, also erledigen Sie es einfach. Ich hörte, die Cat-Aktivitäten sind zurückgegangen. Wette, der Archon leckt immer noch seine Wunden. Und das heißt, er kann besiegt werden. Die Cat können besiegt werden. Das rüttelt die Leute wach. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Sie sich gerade über die Cat unterhalten haben. Nein, habe ich nicht. Ein Freund von mir sucht für mich nach einer Lampe. Ich hatte sie von zu Hause mitgebracht, aber sie wurde bei der Revolte gestohlen. Ich hätte sie nicht für so sentimental gehalten. Da bin ich nicht die Einzige hier. Suvi hat die alten Instrumente ihres Vaters, Cora ihr Asari-Gebetsbuch und Liam hat den Müll, den er eben sammelt. Ist eine Diese Couch. Dinge sind wichtig. Sie erinnern uns daran, woher wir kommen. Ich verstehe Sie. Ich will niemals vergessen, was ich zurückgelassen habe. Oh ja. Genau. Selbst wenn wir nach vorne schauen. Was ist so besonders an dieser Lampe? Sie ist schrecklich. Ihr Fuß ist eine splitternackte Asari, die ihr alten Mond hochhält. Eines ihrer kostbaren Besitztümer ist eine hässliche Lampe. Eine nackte Lampe gehörte Asari? Dem Vorarbeiter bei meinem ersten Job. Immer wenn er fies war, habe ich mich auf sie konzentriert, damit er meine Wut nicht bemerkt. Ich habe sie behalten, um mich daran zu erinnern, wo ich herkomme. Den Großteil meines Lebens habe ich damit verbracht zu überleben, mich von Arschlöchern rumschubsen zu lassen oder eins zu sein. Jetzt muss ich das nicht mehr. Ich kann von vorne anfangen, einer ehrlichen Arbeit nachgehen. Ja, und ich hoffe mal... Und ihre Fähigkeiten verwirren. Sie und ehrliche Arbeit. Ja, passt, sorry, passt. Ehrliche Arbeit? Vetra, Sie wären eine grauenhafte Farmerin. Ach ja? Woher wollen Sie das wissen? Das Entscheidende ist, ich könnte alles sein. Anfangs hat es mich nicht gejuckt, dass die Lampe fort war. Alles lief total beschissen und es war einfach unwichtig. Aber wir haben Fortschritte gemacht, Ryder. Auch kleine Dinge haben wieder eine Bedeutung. Die Leute wagen es wieder zu träumen. Es ist schön, sie so zu erleben. Ich weiß. Ich genieße es auch mal loslassen zu können und etwas nur für mich selbst zu tun. Hoffen wir, dass das nur der Anfang ist, ha? Huh? Ja, hoffen wir, dass das nur der Anfang ist. Und ja, hoffen wir, dass wir in Zukunft wieder öfter mit Vetra reden können auch. Jetzt, wo wir in der Hauptmission weiter sind. Ich habe das Gefühl, die Dinge entwickeln sich langsam tatsächlich zum Positiven. Dass die Salarianer wieder bei uns sind, ist einfach großartig. Ich wünschte nur, wir hätten dafür nicht so viele opfern müssen. Ja, das stimmt. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. So, und jetzt muss ich mal ganz kurz hier in die Mission gucken. Also, auf der nächsten mit den Anführern sprechen, ist natürlich der nächste Teil der Hauptmission. Und ich glaube, die Nexus wartet eher an einigen Stellen auf mich. Ja. Oh. Wir müssen unsere E-Mails lesen scheinbar. Da müssen wir in der Hauptmission weiterkommen. Und hier haben wir wieder den Filmabend. Der geht langsam wieder weiter, ne? Popcorn haben wir ja schon besorgt. Jetzt hat vorhin Jarl vorgeschlagen, dass... Ja, Erdenfilme kann man ja nur sehen und hören. Die sind so flach. Und ob man da nicht, ne, die haben so Geräte, die dann durch die Haut mit elektrischen Impulsen und so den Film auch spürbar machen. Ob wir sowas nicht auch besorgen könnten. Boah, wir gucken uns das mal an, wa? Oh, noch ein Video. Mal gucken, was hier ist. Bewegen Sie nochmal Ihren Arm. Die Daten werden sich nicht ändern, Doc. Die Synchronisierung Ihrer Prothesen ist einwandfrei. Ihr neuropathie-induziertes Schmerzniveau ist gleichbleibend. Hey, ich bin daran gewöhnt. Es ist okay. Nein, es ist nicht okay. Seien Sie bei Ihren Kämpfen vorsichtig. Verstanden?
Was Organredundanzen angeht, ist bei ihnen nicht mehr viel übrig. Nein, schon okay. Das stört mich nicht. Ist alles in Ordnung? Das hier sieht bedenklich aus. Es ist bedenklich, aber das wusste er auch schon vorher. Was soll das heißen? Es geht ihm gut. Er ist einfach nur alt und er hat zu viele Körperteile verloren. Leider nicht auf seinen Dickschädel. Sie lieben mich doch genauso, wie ich bin, Doc. Oh, wehe, Sie rühren sich von dem Tisch weg, bevor der Scan abgeschlossen ist. Darf ich fragen, was passiert ist? Arm, Seite, Hüfte, ein Teil meines Beins. Belastungskompensatoren entlang der Wirbelsäule. Du sollst nicht von dem... Und der Tisch. Das sind ganz schön viele. Und du bist vom Tisch aufgestanden. Ich habe die organischen Rebellionen überstanden. Den Zerfall meiner Kultur miterlebt. Jahrhunderte als Söldner und jede Menge Piratengaunereien überlebt. Tja. Ich habe 1000 Jahre Kampferfahrung. Und alles, was nötig war, war ein Idiot mit ein paar Splittergranaten. Ja, das geht wohl nicht ganz am einem vorbei, ne? Und trotzdem sind sie noch hier. Sie haben es überstanden. Sie haben überlebt. Ja. Aber Überleben ist nicht immer dasselbe wie Leben. Ich hatte ein paar dunkle Momente. Mein Körper hat ein Implantat nach dem anderen abgestoßen. Die Prothesen haben sich nicht vernünftig synchronisiert. Ich hatte überall Schmerzen. Heftige Schmerzen. Die ganze Zeit. Und nichts hatte mir... Wie haben Sie das überwunden? Da fehlen ein bisschen die Pausen gerade, oder? Kann das sein? Ja, nicht. Ich bin in dieses tiefe, dunkle Loch gefallen. Doch plötzlich taucht irgend so ein Schamane auf und legt mir dieses winzige Baby auf den Schoß. Die hier stirbt, sagt er. Sie ist die Mühe nicht wert, sagt er. Was er gemeint hat, war, sie ist nutzlos. Tja, genau wie sie. Das ist ja schrecklich. Es ist realistisch, kroganisch. Und es gab meinem Leben wieder einen Sinn. Es ging nicht mehr nur um mich. Also habe ich mir Hilfe gesucht. Ich habe gelernt, für mich selbst und für sie zu sorgen. Und sie hat für mich gesorgt. Oh, die lebt noch? Dann wissen wir, wer sie das ist. Sie hat meinen Weg zurück ins Leben gefunden. So ist es. Auch wenn es für keinen von uns leicht war. Ich bin alt und festgefahren. Und Cash... Seit sie sprechen kann, wollte Cash schon immer alles verändern. Cash großzuziehen hat mich etwas Wichtiges gelehrt. Und was? Ich habe eine Weile gebraucht, um es zu kapieren. Aber es ist wichtig. Eltern sind kein Ziel, sondern die Startlinie. Welche Richtung ein Kind anschließend einschlägt, liegt allein bei ihm. Oh ja, vergessen wohl Sie wahr. Das nie. Aber Erziehung ist auch wichtig. Um zumindest ein bisschen was zu haben. Ach, die Türen sind das, die ich da sehe. Ja, Lexi. Ryder. Ja, er ist einfach dann abgehauen. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ja, so haben wir jetzt tatsächlich nach und nach wieder ein Sie paar... Sie haben neue Post im E-Mail-Eingang Ihres Terminals, ja, Pathfinder. Ja, guck ich mir gleich an. Keine Zeit für Schwäche, E-Mail von Cash lesen, bam, ist ausgekettet. Hätten wir wohl vorher machen müssen, fuck it. Da habe ich die E-Mail einmal nicht gelesen und da... Komm, wir lesen dann erstmal kurz die E-Mail, wenn wir hier jetzt eine Cora-Mail auch haben. E-Mails hier drüben. Was haben wir hier? Da sind einige Filme. Das mit Jarl hatten wir ja gerade schon erzählt, ne? Mit dem Filmeabend. Kommunikation von Jarl. Ich schreibe, um Sie wissen zu lassen, dass ich viele Glückwunschnachrichten vom Mitglied des Widerstands erhalten habe.
die von unserem Sieg gegen den Archon gehört haben. Es ist zwar nicht allgemein bekannt, aber solche guten Nachrichten verbreiten sich zwangsläufig. Wir sind ein hoffnungsvolles Volk, dem neue Hoffnung geschenkt wird. Stellen Sie sich nur die Freude vor, wenn wir Meridian erobern und den Cluster für alle unsere Völker heilen. Manchmal kann ich nachts nicht schlafen, wenn ich daran denke. Hobbys zum Stressabbau. Lexi. Ja, gut, dass es nicht von Phoebe ist, ne? Hallo Ryder, ich ermutige sämtliche Crewmitglieder dazu, sich zum Stressabbau ein Hobby zu suchen. Alle, vor allem Sie, stehen massiv unter Druck. Stricken mag aussehen wie Zeitverschwendung, aber derartige Aktivitäten setzen Endorphine frei, die unser Gehirn freiräumen, damit wir schwere Probleme lösen und bessere Entscheidungen treffen können. Sie müssen keinen der folgenden Vorschläge auswählen, sie sind lediglich als Vorschläge gedacht. Gartenarbeit, Lesen, Stricken oder Häkeln, Ausmalen oder Malen, Tagebuch schreiben. Wenn Sie mich brauchen, ich stehe für ein Gespräch zur Verfügung. Kam gerade nicht so rüber, aber gut. Drag, Mann Ryder. Ich dachte, ich würde mich mit Waffen auskennen. Aber dieses angaranische Zeug, scheiße, die wissen echt, wie man Wummen baut. Ich habe mir auf Aya ein bisschen was angesehen, als wir dort waren. Eine Handfeuerwaffe namens C4 und ein Scharfschützengewehr. Isharia nennen sie es, glaube ich. Sie sah schick aus, aber bei denen sehen wahrscheinlich sogar selbstgebastelte Messer schick aus. Schön, dass wir Aliens gefunden haben, die kämpfen können. Ich weiß nicht, wie ich es gefunden hätte, wenn Andromeda nur voller Pijacks oder Elcor gewesen wäre. Dann nehme ich doch lieber die Cat als diese Loser. Oh, jetzt habe ich alle als gelesen markiert. Uppala. So, alles okay? Von Liam. Ich will Ihnen mal was erzählen. Ich hatte bei Hastia eins eine Freundin, Dondi. Wir räumten nach einem Erdbeben ein Krankenhaus und sie wurde von einem Betonteil getroffen. Es zerbrach ihren Helm und mehr. Sie war 4 Minuten klinisch tot, aber wir haben sie trotzdem in Notstase versetzt. Und weil heute das Zusammenflicken so weit fortgeschritten ist, war sie nach einer Woche wieder bei uns, obwohl sie es nicht hätte sein sollen. Klar, Dondi war eine Veteranin und hätte schon jede Menge Scheiße gesehen. Aber sowas wird man nicht los. Sie arbeitete noch eine Woche in dem Erdgebiet und verschwand dann für 5 Monate. Als sie zurückkam, hatte sie sich verändert. Die anderen Veteranen, sie wussten Bescheid. Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen. Den Tod schüttelt niemand so einfach ab. Costa. Ja, der hat uns auch ein bisschen die Leviten gelesen, von wegen, hey, wenn wir nochmal sterben, ne? Das hat er jetzt schon 2-mal mitgemacht. Beim 3. Mal geht dann die Personalabteilung, beschwert sich über uns. Ja. Jill. Ach Gott, wieder ein Gedicht. Die Angara haben eine Bara, die Phoebe besucht. Sie ist süß, ein bisschen wüst, aber betrunken ist sie eine Wucht. Ich habe 60 Stunden durchgearbeitet, um ihr Schiff am Laufen zu halten. Merkt man das? Ja, Finger weg von Phoebe. Cora. Und die Berichte vom Flaggschiff des Archons klangen ziemlich ernst. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Wenn ich mal darüber nachgrüble, was den Sarilarianern und den Kroganern widerfahren ist, beschäftigen mich vor allem die vielen Reliktartefakte, die der Archon hatte. Das ist nicht bloß eine Mission für ihn. Er ist davon besessen. Ich habe schon früher gegen solche Leute gekämpft. In ihrem Kopf gibt es nur einen einzigen Gedanken und der brennt alles andere weg. Sie werden sehr schnell enorm gefährlich. Ich decke ihnen den Rücken. Cora. So, jetzt brauchen wir nicht mehr blättern. Was haben wir hier? Hakim Barakat. Hallo Ryder, ich bin der Produzent von Carys Dokumentation. Es ist etwas passiert. Kommen Sie zu mir, wenn Sie das nächste Mal auf der Nexus sind. Wir sollten reden. Oh, Carrie hat Schwierigkeiten. Das ist interessant. Da müssen wir hin. Moshai. Falls Sie vorhaben, die Cat zu bekämpfen, sollten Sie diesen Feind ebenso verstehen wie wir. Einige wenige von uns erinnern sich noch an die Zeit, als die Cat zu uns kamen und daran, wie sich unser Leben veränderte, als wir ihre wahren Absichten erkannten. Lernen Sie, was unsere Ältesten Ihnen beibringen können. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie kommen und Ihnen ermöglicht, Sie auf Aya zu finden. Danke, Moshai. Das finde ich cool, Moshai.
Neu Tuchanka. Das hatten wir gerade ja als Einblendung. Nakmorspeer sind kürzlich mit einem beunruhigenden Bericht zurückgekehrt. Zwei Kettschiffe sind auf einem Plateau auf Eladen abgestürzt, nachdem sie beim Flug durch die Geißel Schaden genommen hatten. Eine Späherin schwört, dass eines dieser Schiffe das andere beschossen hat, während sie abstürzten. Aber wir konnten diese Behauptung nicht verifizieren. Wenn es bei diesem Absturz Überlebende gab, wird die Wüste schnell ihre Leben fordern. Wir glauben jedoch, dass die Umstände des Absturzes außergewöhnlich genug sind, um den Pathfinder darauf aufmerksam zu machen. Der Nakmor-Clan von Neu-Tuchanka. Das klingt interessant, da sollten wir vielleicht mal hin. Hey, wenn wir das nächste Mal auf Eos sind, treffe ich mich mit meiner alten Freundin Jill. Sie würde sie gern kennenlernen und ich habe irgendwie versprochen, dass sie kommen. Also machen Sie mich nicht zum Lügner. So. Da will einer mit dem Pathfinder angeben. Hallo Ryder, ich habe über unser Gespräch von Loisinia nachgedacht. Es hat mich inspiriert, wir sollten reden, wenn wir das nächste Mal beide auf dem Schiff sind. Cora. Bei Vetra war ich? Und bei Cora hatte ich gerade abgebrochen, da müssen wir noch hin. Oh, und das von Jarl? Ryder. Ich habe meiner Familie von Ihnen und meiner Zeit auf der Tempest erzählt. Ich würde sie Ihnen gerne vorstellen und Ihnen zeigen, wo ich aufgewachsen bin. Vor allem meine wahre Mutter, Sahuna, möchte sie unbedingt kennenlernen. Statten wir meiner Familie doch einen Besuch ab, wenn wir das nächste Mal auf Haval sind. Ciao. Ja, also wir haben wieder einiges zu tun, was offen ist hier, ne? Meine Sammlung wird auch größer, wie man sieht. Und ich denke... Ja, wenn das so ist, also werden wir jetzt mal mit Cora reden, was da noch passiert. Ne? Wir haben hier einiges, was wir an Sachen zu tun haben. Und ich bin halt auch echt gespannt. Oh, ich bin auch gespannt, ob es hier weitergeht. Hihi, da geht's auch weiter. Angarisches Wort des Tages. Vesagara. Vesagara, nicht wörtlich entwurzeltes Volk, abfällige Bezeichnung für jemanden aus der Milchsprache. Aussprache Vesagara. Visagara. Kommentare, könnte schlimmer sein, wird so geschrieben, wie man es zischt. Liam. Wird hauptsächlich von den Rokar verwendet, aber fairerweise muss man sagen, als Wurzelter, als eine ganze Galaxie von zu Hause entfernt, geht es wirklich kaum. Ist die Betonung Visagara oder Visagara? Ja, Suvi will sowas genau wissen, das ist klar. Studiengruppe. Wir haben das auf der Nexus immer gemacht und es war eigentlich immer sehr unterhaltsam. Bringen Sie eigene Texte zum Studieren oder hören Sie einfach zu, wie andere über Ihre sprechen. Tragen Sie sich unten ein, damit wir eine Kaffeerotation einrichten können. Suvi. Ja, Jarl und Kello sind dabei. Das passt ja. Die zwei. So, schauen wir mal, was Cora dazu sagt. Hätten Sie kurz Zeit? Ich muss Sie um einen Gefallen bitten. Aber klar doch, Cora. Natürlich. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe viel nachgedacht über Sarissa und darüber, dass ich kein Pathfinder geworden bin. Und daraus ist eine Art Projekt entstanden. Auf Eos. Könnten Sie mir helfen, es zu Ende zu bringen? Was für ein Projekt? Ich übermittle den Navpunkt an die Steuerung. Kommen Sie, dann zeige ich es Ihnen. Oh, sehr, sehr cool. Also mit Cora nach Eos reisen. Das haben wir dann mal vor. Und ich glaube, jetzt habe ich eigentlich mit allen gesprochen hier. Ne? Das heißt, wir müssen wieder mal gewaltig rumreisen und schauen, wo, wie, was, wo, wann wir mit wem reden. Ich hoffe, die Salarianer finden sich auf der Nexus zurecht. Wir sind nach Andromeda gekommen, um unseren Beitrag zu leisten. Das lassen wir uns von den Ketten nicht nehmen. Ja, bei Phoebe geht doch auf. Du traust noch deiner Kapsel hinterher, Phoebe, hä? Ja, ich auch. Egal, schauen wir mal, wo wir hinreisen. Wo reisen wir dann als erstes? Dann sollen wir tatsächlich in der Hauptmission schon mal weitermachen und auf die Nexus gehen? Oder soll ich erst nach Aya, Eladen, Eos? Oh, guck mal, hier hat es auch neue Sternensysteme, die jetzt aufgetaucht sind. Einige neue.
Puh, selbst hier hinten hat's was Neues. Ja, ich habe ich wieder mal einiges zum Abscannen, wenn im Off. Das werde ich dann machen. Aber ein paar Dings haben wir noch. Puh, ja. Na, ich glaube, wir fangen erstmal auf der Nexus an. Machen im Zweifelsfall die Hauptmission weiter. Ich hoffe, dass die Arche der Salarianer demnächst andockt. Na, stimmt, das war's, was ich eigentlich gucken wollte. Was da jetzt steht, weil die Hinweise der Salarianischen Arche haben wir ja jetzt. So, einmal zur Nexus bitte. Und go. Bisher sehe ich, oh, da sind auch tatsächlich 1, 2, 3 Archen angedockt, schau. Also 3 Archen sind inzwischen da. Das ist einmal meine eigene. Und ich weiß nicht, ob die Salarianer jetzt schon da sind oder nicht. Aber theoretisch ein Andockplatz ist noch da, ne? Na ja, gut. Gehen wir mal von Bord. Da haben wir Hauptmission, da haben wir Carrie. Ich glaube, die Kaffeegruppe war da. Mal gucken. Wir werden wohl Beschäftigung finden oder Zeitzerstreuung. Whee. So. Hier gibt es bestimmt auch massig neue Texte, aber die lasse ich jetzt mal. Hey, Ryder, ich habe Neuigkeiten über Carrie. Ja, fangen wir halt mal hiermit an, ne? Hakim, Carries Produzent. Ich bin derjenige, der sie in der Dokumentation so umwerfend aussehen lässt. Leider hat Carrie die Initiative für einige Kolonisten zu gut dargestellt. Sie waren auf die echten Gefahren da draußen nicht vorbereitet und geben jetzt Carrie die Schuld dafür. Sie weigert sich, ihr Quartier zu verlassen. Könnten Sie vielleicht mit ihr reden? Es wäre eine Tragödie, wenn ihre ganze Arbeit so zunichte gemacht würde. Carrie wohnt im öffentlichen Bereich. Selbst ein Hallo könnte ihr schon helfen. Ja, dann. Carries Quartier ist wo? Und wer ist das hier? Ah, da müssen wir auch noch hin zurückkehren. Das machen wir jetzt auch gleich. Und wo ist Carries Quartier? Fragezeichen. Ah, hier. Das ist witzig. Guck mal hier, ne? Phoebes Quartier. Da waren wir schon drin. Da waren wir schon drin. Also nach und nach kommen wir so rum, ne? Also wir gehen gleich zu Carrie. Aber allerdings möchte ich auch hier nochmal. Komm, ich rede auch mal mit jedem meiner Crew, den wir hier so treffen. Ich frage mich, was mein Vater zu all dem sagen würde. Hätte er mich bei meinem Entschluss ermutigt? Wäre er mitgekommen, wenn er gekonnt hätte? Ich bin sicher, dass er das getan hätte, um bei seiner Familie zu sein. Ja, das glaube ich auch. Sid erinnert sich gar nicht mehr an ihn, aber ich schon. Ich denke, es hätte ihm hier gefallen. Das ist doch schön, Vetra. Gut, dann schauen wir mal hier, weil das da finde ich jetzt auch echt. Ne? Deine Aufnahmeprüfung haben wir bestanden. Jetzt kommt die N7. Zu Hause dank Ihnen und Ihren Fähigkeiten. Ich habe viel dabei gelernt. Ja, und ich hatte Spaß dabei, das trifft. Es hat Spaß gemacht, mich selbst da draußen zu testen. Gesprochen wie ein Soldat. Ihre Leistung war beispielhaft, Ryder. Ich verstehe jetzt, warum Ihre N7 die Besten der Besten sind. Wenn Sie mal kein Pathfinder mehr sein wollen, würde ich mich geehrt fühlen, Sie Heskal-Bruder nennen zu dürfen. Das, denke ich, darfst du. Allerdings fände ich es halt auch echt interessant, ihn ein bisschen über die N7 beizubringen. Guck mal, wie sie da alle die Hand schütteln. Ne? Salarianer und Kroganer schütteln sich die Hand? Nee. Pathfinder, danke, dass Sie mir Zugang zum Kulturzentrum verschafft haben. Aber sowas gerne doch. Es gibt hier so viel zu erfahren. Man könnte sein ganzes Leben damit verbringen, das alles zu studieren. Und vermutlich länger. Es gibt abertausende Jahre der Geschichte, bevor die Menschheit überhaupt auf den Plan tritt. Ich könnte mir gut vorstellen, mich hauptberuflich damit zu beschäftigen. Tja,
Zu schade, dass sie schon einen Job haben. Gemein. Und irgendwie, sorry, also das da. Es ist kurz. 3000 Jahre her, seit es zur ersten Begegnung zwischen Kroganern und Salarianern kam. Krieg und Ignoranz hatten der kroganischen Heimatwelt schwer zugesetzt. Die Salarianer erhoben die Kroganer und bewahrten sie dadurch vor dem drohenden Aussterben. Sie gaben ihnen Technologie und einen neuen Planeten, auf dem sie so kann man es auch darstellen, ne? Im Gegenzug besiegten die Kroganer ein feindliches Volk, das den galaktischen Frieden bedroht. So kann man es auch darstellen. So. Das Verhältnis der beiden ist kompliziert. Ja, das Verhältnis ist durchaus kompliziert. Was haben wir hier? Was hier? Ah ne, hier waren die Wissenschaftsgeschichten, genau. Da hinten war das. Den kennen wir auch nicht, so. Dum, 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 dum. Lauter Leute hier, hä? So. Dann wollen wir doch mal gucken, ob wir Carrie helfen können. Ich find's echt witzig, ne? Warte mal, das da? Da ist noch zu, oder? Da kennen wir noch nicht, wem es gehört. Das hier müsste... Interessant, dass ich das nach wie vor aufmachen darf, ne? Das ist Wohnung von... Ja, der Gründerin der Initiative. Das da hinten war der Arsch, den wir geführt haben. Ja. Klein Phoebe. Ist die da? Nein, Klein Phoebe ist nicht hier. Und dann haben wir hier natürlich noch... Jetzt Carrie. Mal gucken, was da passiert. Carrie? Ryder? Sind Sie weg? Hier ist niemand außer mir. Sie sind über mich hergefallen. Kolonisten. Sie meinten, ich hätte Helios in meiner Dokumentation verharmlost. Ich habe dieses rosige Bild gemalt und Sie wurden von den Wölfen da draußen zerfleischt. Carrie, bitte öffnen Sie die Tür. Ich will sicher gehen, dass Sie okay sind. Bin ich nicht. Und ich will nicht, dass Sie mich so sehen. Bei mir sind Sie sicher. Sie können also rauskommen. Können Sie auch all die Drohnachrichten verschwinden lassen? Und diese Flasche, die jemand nach mir geworfen hat? Tun Sie das, was Sie am besten können. Schnappen Sie sich Ihre Kamera und zeigen Sie allen, was vor sich geht. Als wäre das so einfach. Obwohl, wir haben die andere Seite der Geschichte bisher... Verdammt nochmal, Ryder. Vielleicht beruhigt sich ja alles wieder. Ich gebe Ihnen dann Bescheid. Okay. Sie muss wohl warten, ne? Weg eines Helden. Mal gucken, wann da der nächste Interview-Slot bereitsteht. So, ich gehe jetzt nochmal nach unten in die Bar schauen. Ja, dafür bist du in die Schule gegangen. Na, und ich gehe mal in die Bar gucken, ob da noch jemand ist von meiner Crew. Ja, weil ich will ja, wie gesagt, auch einfach einmal mit jedem meiner Crew hier auf dem Landurlaub sprechen. Da ist Liam zum Beispiel. Den Angar da oben, der langweilt sich irgendwie ein bisschen. Ach. Na, schauen wir mal, Liam, was kann man mit dir? Was geht? Es gibt Spannungen in der Bar, aber nicht so schlimm wie in den ersten 14 Monaten. Dank uns. Aber ich glaube, sie haben die Preise erhöht. Tja. Mistkerle. Ein Schurke nach dem anderen, Liam. Prioritäten, Pathfinder. Ja, wie dem auch sei, ich denke, wir machen dann mal langsam in der nächsten Folge weiter. Ja. Mal gucken, was uns dann hier auf der Nexus noch so erwartet. Und bis dahin dann erstmal tschüss, macht's gut und natürlich bis zum nächsten Mal.